Okay, das ist ein Review von. Kann ich das sehen? Ah ja. Bang und Olufsen, B&O, MX-4000 habe ich gekriegt. Das ist doch klasse. Und das Gute ist, im Gegensatz zu den Löwe-Fernseher, ist das bessere Skin-Einsatz und hat auch immer Skin-Einsatz, ne? Sieht man sehr gut, ne? Vielleicht. Und auch die Fernbedienung natürlich, ne? Ja, ohne Verbindung geht natürlich nichts. Schauen wir mal, ob die Scanlines dann verändern, wenn ich den Code angebe. Picture, Shift und 7. Ich würde sagen, schon ein Unterschied, oder? Also, bitte bewegt sich ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Und natürlich ist der Drehbar. Sieht man nicht jetzt. Ja. Und mit Drehtisch natürlich. Sega Mega Drive. Drehtisch kannst du drehen natürlich, ne? Das ist sehr edles Stück. Ja, habe ich sehr wenig gekriegt. Habe ich mir gestern zugelegt. Sehr schön und sehr toll. Ah. Drehstuhl. Anleuchten brauche ich nicht. Jetzt hat er. Aber Pressstart. Ja, das ist der B&O. Sehr, sehr toll. Und hat auch nicht die Probleme wie der Löwe-Fernseher. Der Löwe-Fernseher hat bei DVDs Probleme. Der bleibt einem, bei einem RGB-Eingang ist da grünes Bild und beim B&O funktioniert alles perfekt. Ist also sogar viel besser dann. Ne? Ja, ziemlich gut. Fast der perfekte Fernseher, kann man fast sagen. Ne? Ein bisschen schwer zu bedienen, aber das ist halt der Preis. Sehr gut. Und ciao. Bye bye.